Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal Magic Stones. Heute geht's weiter mit Lego Harry Potter und einem ganz neuen Set von 2020. Und zwar ist es hier der Ligusterweg Nummer 4. Ihr seht, im Set enthalten sind hier schon mal diese insgesamt 6 Minifiguren. Wenn wir die Verpackung dann einmal rumdrehen, sehen wir hier schon mal die ganzen Funktionen und Details, die das Set dann eben schon mal so bietet. Also Leute, ich freue mich jetzt wirklich mal drauf, dieses Set hier einfach aufzubauen. Es ist wirklich auch eins meiner Lieblingssets, also zumindest schon mal auf den ersten Blick, aus der neuen Harry Potter Welle von 2020. Seid auf jeden Fall gespannt und bleibt bis zum Ende dran, dann erfahrt ihr garantiert alles, was ihr hier über dieses Set wissen müsst. Zudem abonniert gerne noch meinen Kanal hier, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das wäre für mich eine große Unterstützung und ihr werdet dadurch dann auch keine meiner weiteren Videos mehr verpassen. Und ich würde jetzt sagen, genug der Plauderei. Ich baue das ganze Teil jetzt einfach mal ganz kurz auf und dann hören wir uns gleich wieder. Ja Leute, und nach so circa 2 Stunden bin ich jetzt endlich fertig mit dem Aufbau des Sets. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ihr seht auch, das Ergebnis sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wir haben ja, wie ich es vorher schon erwähnt habe, insgesamt 6 Minifiguren, die ihr hier gerade schon mal eingeblendet seht nochmal. Ganz links haben wir dann, wie gesagt, den fliegenden Fort Anglia und in der Mitte dann eben noch das Haus der Dursleys. Und ich würde sagen, wir starten wie bei jedem meiner Reviews heute auch wieder mit den Minifiguren. Also schauen wir uns diese erstmal ein bisschen genauer an. Ja, und ich habe euch diese hier jetzt einfach mal in einer Reihe aufgestellt. Wie gesagt, es sind 6 Stück an der Zahl und ich würde sagen, wir gehen gerade einfach mal von links durch. Ganz links haben wir Harrys Cousin Dudley. Daneben haben wir dann seine Tante und seinen Onkel Petunia und Vernon. Daneben haben wir dann Dobby, den Hauselfen. Den finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich cool hier. Und dann ganz rechts eben noch die beiden Freunde, also einmal Ron Weasley und eben Harry Potter. Ja, und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich finde alle Minifiguren echt ziemlich cool. Besonders hier Dudley und Petunia. Das sind die ersten Auflagen von denen, die wir überhaupt von Lego bekommen. Onkel Vernon haben wir ja schon in der Version von 2002 bekommen. Dobby haben wir auch schon öfters mal bekommen. Also sowohl in den alten Sets als auch in der Minifiguren-Serie 2018. Und ja, Harry und Ron ja sowieso. Aber ich glaube, viel brauche ich zu denen nicht mehr sagen. Vielleicht noch zu Ron und Harry. Das sind eben wieder Versionen aus Teil 1, beziehungsweise hier eher Teil 2 von ihnen, weil sie ja noch diese kleinen Beine hier auch haben. Und genau, wie gesagt, das war's mal alles hier zu den Minifiguren. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal noch die ganzen Extras an, die es sonst noch so gibt. Da haben wir einmal hier noch diese kleine, ja, Torte. Ich denke, ihr kennt die Szene natürlich aus dem Film. Und ich muss sagen, sie ist ja auch wirklich sehr, sehr schön dargestellt worden mit den Teilen. Gefällt mir an sich ganz gut. Es ist kein großes Highlight im Set, aber an sich doch ganz nett gestaltet worden. Ja, und zudem haben wir hier einmal noch ja, das kleine Schild hier, wo drauf steht Privet Drive, also die Ligusterweg auf Englisch, und noch 2 Eulen. Zu dem Schild kann ich erstmal sagen, das haben wir hier leider mit einem Aufkleber machen müssen. Finde ich ein bisschen schade, dass es nicht bedruckt ist. Aber finde ich eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil es natürlich super aussieht trotzdem. Und ja, auch die beiden Eulen sind echt super. Wir haben hier eben einmal die Hedwig-Version, die wir schon aus dem Astronomieturm kennen, den ich jetzt zuletzt erst vorgestellt habe. Und dann eben noch diese braune Eule, von der gab es schon länger keine Auflage mehr. Und von dem her finde ich es auch cool, dass wir die hier mal wieder bekommen. Und genau, das war meine Meinung hierzu. Und jetzt schauen wir uns den fliegenden Fort Anglia an. Ja, und der fliegende Fort Anglia ist meiner Meinung nach auch echt sehr, sehr schön gestaltet worden. Das ist ja das Auto von Rons Familie. Ja, mir gefällt es sehr, sehr gut. Es ist ähnlich wie die Version von 2018. Also bis so auf 4, 5 Kleinigkeiten, die da ein bisschen anders gemacht worden sind, ist es eigentlich relativ gleich. Wir haben hier vorne zunächst mal ein Nummernschild, da steht 7990 TD drauf. Kein Plan, was es hier heißen soll tatsächlich. Die Setnummer ist es auf jeden Fall nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne hier in die Kommentare unten rein. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das hier bedeuten könnte. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wieder zum Modell. Es ist an sich wirklich schön gestaltet worden. Mir gefällt es sehr richtig gut. Wir haben hier noch so einen weißen Balken am Rand aus Lego-Teilen gebaut natürlich. Und ja, von innen, ja, ich glaube, ich brauche es nicht zeigen. Wir haben da drin eben ein, ich hoffe, man erkennt es hier genau, da hinten drin ein Lenkrad drin. Die Türen lassen sich, wie ihr es gerade eben schon gesehen habt, auf- und wieder zumachen. Der Kofferraum ist jetzt tatsächlich auch ziemlich cool gemacht worden. Also wir haben hier natürlich zunächst auch wieder das Nummernschild. Und wer hat es gedacht, wir können ihn natürlich öffnen. Drin haben wir hier dann einmal einen kleinen Koffer. Und noch so ein, ja, was ist es? Hier so ein, ihr kennt es ja aus dem Film damit, wo dann eben Ron, also ich sage jetzt mal so, diese Kette hier, mit der dann Ron eben das Fenster, also das Gitter vor Harrys Fenster praktisch wegzieht, so damit, dass sie ihn wieder mitnehmen können zum Fuchsbau. Ja, ich zeige euch danach natürlich auch noch die Funktion dazu, die es im Set natürlich gibt. Und ja, an sich auf jeden Fall auch sehr, sehr nett gestaltet worden.
Also, ich glaube, ich brauche euch nicht viel mehr zu dem Teil hier sagen, zum Auto von Rons Familie. Wie gesagt, er fährt natürlich, keine Frage. Aber das sind so kleine Details, die sich eigentlich von selbst erklären. Von dem her schauen wir uns jetzt den Legusta-Weg einfach mal an. Also das Haus von den Dursleys. Und ja, wie gesagt, an dem Haus hier habe ich so, ja, 1,5 bis 2 Stunden gebaut. Es sieht richtig schön aus, besonders das Dach irgendwie, das gefällt mir richtig gut. Wir gehen auch nachher nochmal ein bisschen aufs Detail genauer ein. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen hier vorne an der Häuserfassade. Ja, was hier natürlich zuerst mal ins Auge sticht, sind hier Sticker. Einmal der hier an der Tür. Das ist meiner Meinung nach der schlechteste Sticker im ganzen Set. Und dann eben einmal hier den mit der 4, eben wegen der Hausnummer. Der Sticker hier an der Tür, ich finde den schlicht und ergreifend eigentlich unnötig. Das ist klar hier ein nettes Detail, wo dann hier die ganzen Briefe reinfliegen. Aber man hätte ihn meiner Meinung nach auch weglassen können. Also ich finde, das Set hier hätte ohne Sticker auch genauso schön ausgesehen wie mit Stickern. Aber ich habe es natürlich der Vollständigkeit halber aufgeklebt. Und genau. Ja, was lässt sich hier sonst noch so dazu sagen? Wir haben hier verschiedene Pflanzen. Das ist auf jeden Fall cool gemacht mit diesen grünen und pinken Teilen hier. Auch mit diesem Busch hier, was so sein soll. Ich glaube, ein kleiner Baum oder ein Busch soll es sein. Hier noch ein paar Blumen, ein Blumenbeet. Ist auf jeden Fall richtig schön gemacht. Wir haben hier dann noch Fenster, wo es dann eben ins Wohnzimmer gleich drin geht. Das zeige ich euch natürlich auch noch. Und von der Seite eben auch noch so hier eine kleine Lampe. Genau. Also an sich eigentlich nichts Besonderes mehr. Was ich ziemlich cool finde, ist hier diese Regenrinne. Das hat man hier mit so Lego-Stangen ja, dargestellt. Auch oben geht es noch weiter. Das ist tatsächlich richtig cool gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal ins Innere des Hauses. Ja, und dazu drehen wir einfach mal gerade das ganze Modell, so dass wir es hier schön von hinten sehen können. Und ihr seht, es sieht einfach fantastisch aus. Wir fangen hier einfach mal im Wohnzimmer an. Wobei, ich drehe gerade nochmal kurz, damit ihr hier das am Rand noch sehen könnt. Ach super, jetzt habe ich hier was kaputt gemacht. So, die Pflanze steht wieder. Genau. Also, hier ganz hinten, das ist die Tür hier. Das lässt sich ein bisschen schwierig erkennen, weil hier alles weiß ist. Da, das ist die Tür eben, wo es dann zu Harrys Schrank geht, beziehungsweise Harrys kleinem Zimmer. Ich sag's mal so, aus dem ersten Teil, da hat er ja unter der Treppe gewohnt. Und ja, das ist ja auch sehr, sehr schön dargestellt worden. Leider hier auch wieder ein Aufkleber. Sieht aber eigentlich gar nicht so schlimm aus. Von dem her geht es hier in Ordnung. An der Tür haben wir von innen hier auch wieder ein Aufkleber. Da ist dann eben alles, ist gerade im Fokus, ein bisschen blöd. Ja, so sieht man es einigermaßen. Das ist ja eben so ein Holzbrett, wo dann der Briefkasten hier eben zugenagelt ist, damit die Briefe nicht mehr reinkommen. Die, die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine. Und hier haben wir dann eben, ja, einen Sessel, ein Sofa, ein kleines Familienbild von Petunia, Vernon und Dudley. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Auch natürlich wieder ein Aufkleber, wer hätte es gedacht. Ja, ich glaube, hierzu brauche ich nicht mehr sagen. Das Sofa ist natürlich super schön gemacht worden. Man kann da Figuren draufsetzen, genau wie im Sessel. Und ihr seht hier natürlich schon ein Rädchen. Und was heißt ein Rädchen? Genau, eine coole Funktion, zumindest sehr oft. Und diese Funktion zeige ich euch jetzt einfach mal. Die hat sehr, sehr viel mit dem ersten Harry Potter Teil zu tun. Und ja, also, ihr seht, ich drehe hier einfach an diesem Rädchen hier und dann kommen hier die Briefe raus, die den ersten Teil kennen, wissen natürlich jetzt, was es hier für eine Szene darstellen soll, weil die Dursleys wollen natürlich nicht, dass Harry den Brief von Hogwarts liest, geschweige denn überhaupt von Hogwarts mitbekommt oder von Hogwarts weiß, dass es es gibt. Und ja, dementsprechend probieren die hier natürlich alles, wie gesagt, vorne an der Tür verriegeln die den Briefkasten, damit diese Briefe nicht zu Harry gelangen und dann kommen sie schlussendlich durch den Kamin durch. Das hier auf jeden Fall die Funktion, gefällt mir richtig gut und ich würde einfach mal sagen, wir gehen hier in Richtung Treppe und schauen uns den oberen Bereich des Hauses einfach mal an. Ja, erstmal kurz zur Treppe, die wurde hier mit blauen Teilen gemacht. Ja, es gibt jetzt welchen, denen gefällt es gut, es gibt welchen, denen gefällt es nicht gut. Ich finde es in Ordnung, ist okay, weil es hier mit diesem blauen Fußboden wiederum ganz gut übereinstimmt. Das Geländer ist auch sehr, sehr schön gestaltet worden. Und wenn wir dann eben nach oben gehen, wie gesagt, hier dann Harrys nächstes bzw. zweites Zimmer, das er sozusagen ab Teil 2 hat. Wir haben hier eben sozusagen sein Bett. Die, die Filme gesehen haben, wissen, dass hier dann später Dobby drauf rumspringt, also der Hauself, den ich euch ja eben vorhin schon gezeigt habe. Ja, ansonsten kann man hier sagen, wir haben hier einmal, ich drehe es gerade ein bisschen genau, den klassischen Zeitungsartikel The Boy Who Lived, in Bezug auf Harry natürlich. Und hier vorne haben wir tatsächlich ein Familienfoto, beziehungsweise ein Foto von Harrys Eltern, also von James Potter und Lily Potter. Auf jeden Fall richtig cool, dass sie es hier mit reingebracht haben. Das ist ein nettes kleines Detail tatsächlich. Hier haben wir dann einen Stuhl und einen Schreibtisch, für die, die es nicht wissen.
Und hier ganz hinten an der Wand haben wir dann noch ein, ja, ein paar kleine Wandbilder von Hogwarts bzw. Poster oder ja, so kleine Wappen eben. Genau, das Gryffindor-Wappen haben wir hier, wie es eben auch im Film ist. Ja, und aufgrund des kleinen Missgeschickes mit Mr. und Mrs. Mason, das wir ja aus dem zweiten Teil nur zu gut kennen, bekommt er dann schlussendlich die Gitter vor sein Zimmer. Also Harry, Vernon nagelt die hier vor sein Fenster, dass er hier garantiert nicht mehr rauskommt. Und hier kommen wir jetzt tatsächlich auch schon zur Funktion, die ich vorhin angedeutet habe. Und zwar müssen wir jetzt einfach hier oben zum Beispiel die Kette oder hier unten von dem fliegenden Fort Anglia, ja, dran machen. Und all diejenigen, die die Filme jetzt schon kennen, wissen natürlich, was passiert. Wir befestigen hier jetzt, wie gesagt, die Kette und ziehen das Fenster raus, so dass Harry von Ron gerettet werden kann, in Anführungszeichen. Ja, die Funktion an sich, also die jetzt mit dem fliegenden Fort Anglia eben, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, ist auf jeden Fall ziemlich cool zum Spielen. Und ja, ich kann das auf jeden Fall jetzt schon mal nur weiterempfehlen, das Set hier. Und es gibt dann noch eine letzte Funktion, ich bin ehrlich, ich habe es vorhin verpennt, euch die einfach zu zeigen. Deswegen mache ich es jetzt einfach noch. Und die besteht darin, dass wir hier einmal den, ja, diese kleine Hauswand hier aufklappen können, damit wir noch einen kleinen Blick in Harrys erstes Zimmer werfen können. Und ja, zoome ich einfach gerade mal ein bisschen dran. Ihr seht, im Hintergrund haben wir hier einmal das Bett von Harry, also sein Schlafplatz, wo er damals im ersten Teil eben geschlafen hat. Und hier rechts, also es ist ja eigentlich so ein Besenschrank, kann man sagen, haben wir hier eben, ja, passend dazu den Besen und noch eine Schaufel. Das ist auf jeden Fall richtig cool detailliert gemacht worden. Ich weiß es noch, im alten Ligusterweg, also in dem von 2002, war das zwar auch mit integriert, aber war, ja, nicht so schön gemacht worden. Von dem her finde ich es richtig cool, dass dieses Set hier jetzt wirklich so detailliert ist, dass die Macher von Lego sich das auch so, sich damit so beschäftigt haben, dass es wirklich so schön ist. Die Funktionen gefallen mir auf jeden Fall alle schon mal sehr, sehr gut und ja. Ansonsten brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen zu dem Set. Mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Es wird im Laufe der nächsten Woche, wie gesagt, auch noch ein Alt gegen Neu Vergleichsvideo kommen, in dem ich das Teil hier eben mit dem von 2002 vergleiche. Um das Video nicht zu verpassen, abonniert doch gerne den Kanal und wenn es euch gefallen hat heute, lasst gerne ein Like da, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Also bleibt dran, ciao.